So, jetzt hatten wir ja eben, jetzt hatten wir bestimmt eben Geräusche und Pipapo und so. Nehmt ihr mal leibhaftig teil an dem ganzen Gewusel hier. Zeitmäßig ist es ein bisschen schlecht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich werde ich gar nicht schaffen, meinen Schicksalsklinge jetzt konsequent jeden Tag zu machen. Da wären dann vielleicht doch bloß. Was haben wir denn hier? Wieder eine Bildstörung? Wahrscheinlich wären dann doch nur 2 pro Woche rauskommen oder so. Zumal ich es heute probiert habe. Ihr wisst ja, dass ich noch ein anderes Let's Play mache neuerdings. Und zwar die Schicksalsklinge HD, ein Rollenspiel. Das wisst ihr doch alle, oder? Und ja, das ist jetzt schon der 16. Patch. Das Spiel ist jetzt, ach Gottchen, seit 2 Wochen raus. Der 16. Patch. Jeden Tag gibt's einen Patch. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mich nicht über das Spiel zu ärgern, so wie viele andere. Viele Let's Playen das gar nicht. Die sagen einfach, oh, das Spiel ist ja total verbuggt. So ein Scheißspiel. Das ist ja eine Schande. Und früher in den 90ern, das war ja so cool und so. Dem wollte ich mich eigentlich nicht anschließen. Aber es ist schon ein bisschen nervig. Ich wollte heute eine Aufnahme machen. Da habe ich gerade so mit Ach und Krach eine Folge geschafft. Das hat mich fast eine Stunde gekostet, weil das Ding immer wieder abgestürzt ist. Irgendwas mit Monitor auf... Ist er nicht in der Lage, die Monitorauflösung oder irgendwas, sowas in der Art, keine Ahnung. Ach ja, und sowas ist schon ärgerlich. Dagegen sind hier diese kleinen Grafikbugs bei Minecraft totaler Schnullifurz. Wie wir sie hier gerade wieder haben. Aber da habe ich ja auch meine neue Methode, und zwar die Chunks neu zu laden. Das werde ich gleich mal machen. Klack, so, jetzt haben wir die Chunks neu geladen. Jetzt lädt sich die ganze Welt wieder. Und dann sind die Bugs meistens wieder weg. Das hat mir auch keiner in die Kommentare geschrieben. Das habe ich mir selber... Okay. Kann es sein, dass mir meine Federfallschuhe gerade das Leben gerettet haben? Habe ich doch mal ganz stark den Eindruck. Da oben sehe ich Kohle. Eine Spinne kann ich jetzt... Oh, die Kohle sieht ja auch schick aus. Eine Spinne kann ich jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Wo bist du, Spinne? Das Texture Pack ist ein bisschen dunkler, als wir das gewöhnt sind. Müssen wir mal gucken, ob wir uns daran gewöhnen. Kohle sieht schon mal ganz geil aus. Ich finde, die Werkzeuge sehen auch ziemlich cool aus. Mal gucken noch, wie die Tiere und wie die NPCs aussehen. NPCs, nicht NPCs, NPCs. Wie sehen denn die NPCs aus? Ey, Alter, was machen denn NPCs? So, und die Treppe sieht auch cool aus. Die Fackeln sehen auch sehr schön aus. Das Feuer sieht schön aus. Alles schick. Wenn wir hier nicht immer abstürzen. Oh, mal was essen. Rabababababab. Zack. So, das muss ich hier unbedingt zumachen. Boah, der hat mir da ein Ding reingejagt. Gut, dann machen wir das nicht ganz voll hier. Machen wir das einfach mal hier. Oh, da hat er gleich bis runter in diese Höhle da. Aber ich will jetzt auf keinen Fall eine Höhlentour machen. Ich will einfach nur meine Grundfläche für mein... für meine Festung hier ein bisschen gestalten. So. Ja, wenn man jetzt hier ein Loch lässt. Ich weiß nicht, ob in so einem geschlossenen, dunklen Raum dann Monster spawnen. Und dann hast du dann die ganze Zeit in deinem Schloss dieses Murr. Das geht ja auch fiesch auf den Senkel. Manchmal, ja, wenn man irgendwo baut und hat in der Nähe eine Höhle und dann geht das die ganze Zeit.
So lange, bis man diese Rabauken dann getötet hat. Weil es kann ja auch nicht sein, dass man immer gleich Leute töten. Na gut, Zombies sind ja keine Leute, oder? Zombies sind ja eigentlich nur waschlappenförmige. Nein. Waschlappenförmig, wie komme ich jetzt eigentlich auf Waschlappen? Mal überlegen. Waschlappen, Waschlappen, Waschlappen. Waschlappen. Ah ja, Waschlappen. So, hier noch einen Anschluss rüber machen. Und da sehen wir schon. Und bis hier wäre dann die Schicht, oder? Ja. Na, es dauert schon seine Zeit, ha? Hättet ihr nicht gedacht, dass UFO-Männchen hier nochmal so eine Folge macht, die so langweilig ist? Aber vielleicht sollte ich mir auch mal... Ich müsste ein Thema. Ich müsste euch ein Thema bieten. Ein Thema, über das wir reden können. Ja, gib uns ein Thema. Tja, was für ein Thema? Über Texture Packs? Über Religion? Opa Spielt hatte letztens eine Folge, wo er mal das Thema Religion angesprochen hat. Und da kam im Endeffekt raus, dass er eigentlich religionslos ist, im Sinne von, er hat seine eigene Religion und er ist der Meinung, es ist nur ein Gebot zu befolgen. Wenn das alle machen würden, wäre die Welt schöner, und zwar, dass man den anderen nicht schadet oder verletzt. Also, dass man keinem anderen wehtut, körperlich wehtut. Er ist jetzt nicht auf die psychischen Sachen eingegangen. Man kann ja Leute auch verbal Schaden zufügen, ja. Siehe Mobbing. Dass Leute fertig gemacht werden, ohne dass man sie jetzt körperlich misshandelt. Aber ich denke mal, das hat er schon, das beinhaltet schon das, was er meint. Ja, und das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil es ist nicht so hochgestochen wie, du sollst all jeden lieben. Du sollst jeden in dein Herz einschließen. Sorry. Sorry, du. Kann ich nicht. Ich kann nicht lieben jeden. Ich kann zwar offen sein und kann versuchen, jeden zu tolerieren, aber es gibt einfach Leute, die kann ich nicht leiden und die kann ich dann auch nicht lieben. Tut mir echt leid. Und ich glaube, es ist auch nicht die Aufgabe, jeden zu lieben und jeden zu drücken und zu umarmen und zu knuddeln. Vor allen Dingen nicht die Arschlöcher. Die natürlich, für jeden ist ja jemand anders ein Arschloch. Oder wenn sich zum Beispiel jemand wie ein Arschloch verhält oder benimmt, glaube ich nicht, dass ich ihn dann lieben muss. Jedenfalls nicht in dem Moment, wenn er sich bei mir entschuldigt wieder. Du, ich war ein Arschloch, ich hab da Scheiße gebaut, Alter. Ja, da können wir drüber reden. Ansonsten, Arschlöcher werden weder geknuddelt noch geliebt. Und das schlimmste psychische Problem, was es gibt, ist, wenn jemand von einem Arschloch geliebt werden möchte und diesem Arschloch in den Arsch kriecht, um von dem Liebe zu bekommen. Also, sowas wollen wir natürlich gar nicht, ich vor allen Dingen nicht. Und deshalb so viel zum Thema, habt euch alle lieb, ist nicht meine Religion. Aber tut keinem weh, verletzt keinen, als Hauptgebot. Man soll keinen verletzen oder keinem Schmerzen zufügen. Das finde ich richtig gut. Da merkt man doch auch die Weisheit des Alters bei Opa Spielt. Ich selber gehöre keiner Religion an und habe auch noch nie einer Religion angehört. Ich wurde wohl aufgrund der Eltern meines Vaters, die wollten unbedingt eine kirchliche Trauung, oder nein, die wollten
Das, die waren aber auch nicht religiös eigentlich, die sind auch nur zu Weihnachten irgendwie in die Kirche gegangen. Aber die wollten irgendwie, dass ich getauft werde, keine Ahnung, weil es ist eben so, das Kind muss getauft werden, was sollen denn die Nachbarn von uns denken oder sowas in der Art, keine Ahnung. Ich habe da echt jahrzehntelang drüber nachgedacht, wie meine Verwandten teilweise, wie die ticken, nach was für Verhaltensmaßstäben die leben. Oder meine Oma damals und so, Gott hab sie selig, sagt man glaube ich dazu. Aber ich bin eigentlich schon jetzt in meinem Alter dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, die leben mehr so nach Überlieferungen. Also es geht nicht unbedingt um moralische Werte so groß oder um irgendwelche Weltanschauungen, sondern das macht man so. Ja, das ist so und das macht man so. Und wenn welche ein Kind kriegen, die nicht verheiratet sind, dann ist es irgendwie was Schlechtes. Und also wenn die zusammen ein Kind kriegen oder auch alleine. Also irgendwie, ja, und ein Kind wird halt, das tauft man eben, ja, das macht man so, da kannst du sagen, erklär mir das, warum das so ist, na, das ist eben so, ja, und so funktionieren die, dem wurde halt da irgendwie mal irgendwas gesagt, das haben die dann so übernommen und dann heißt es halt, ja, das macht man so. Sorry, Leute, sorry, nichts für UFO-Mann, total langweilig. Ich will da richtige Begründung haben. Sowas brauche ich. Ich habe da auch viele Fragen immer früher gestellt. Warum, 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 warum? Aber die Antworten fielen spärlich aus. Ich habe eine... Ah, ist schon wieder dunkel. Ich habe eine Antwort mal bekommen von meinem Onkel, der auch nicht so religiös war. Dem es dann aber irgendwie mal nicht so gut ging und der hatte mir dann erzählt, dass er, warum war denn das eigentlich, dass irgendjemand gestorben oder weiß ich nicht mehr, dass er in eine Kirche gegangen ist, weil es ihm so dreckig ging, so eine Tiefphase in seinem Leben, seine Firma hat pleite gemacht oder so. Der kannte das noch aus der Kindheit, meine Oma ist da wohl mit denen in die Kirche gegangen und... Ups, ach du Scheiße. Du denkst wohl, ich hab Angst vor dir. Du siehst aber cool aus. Ziemlich cooles Design, Alter. Gibt's nicht zu meckern. Ey, hier soll bloß nicht so ein blöder Creeper kommen. Keine Lust, die ganze Zeit irgendwie diese unwahrscheinlichen Löcher aus. Na, jedenfalls mein Onkel, und dann hat er mir erzählt, dass er in der Kirche war, weil es gab ihm halt so ein vertrautes Gefühl. Der war ja als Kind auch in der Kirche. Wisst ihr, was mich wundert, dass ich mit meinem super coolen Diamantschwert hier trotzdem 20 Schläge brauche, um euch abzumurksen. Ja, und der hatte dann irgendwie gesagt, dass eben diese Ruhe in der Kirche und dieses Gefühl, dass diese Andersgläubigen im Prinzip, wenn man da zusammen bei der Predigt ist, dass es eine große Familie ist und dass sie alle zusammenhalten, er kannte da gar keinen. Es hat ihn einfach eben ein angenehmes Gefühl gemacht, so ähnlich wie wenn wir jetzt in einen Wellness-Tempel gehen und da Sauna machen oder weiß ich was. Es hat ihm ein angenehmes Gefühl gemacht und dadurch hat er dann, war dann nicht mehr so traurig und fühlte sich ja gut aufgehoben in der Kirche. Ja, das war das erste Mal, dass da wirklich eine ganz konkrete Sache kam, die ich nachvollziehen konnte, aber die hatte auch wirklich gar nichts mit Religion oder mit Glauben zu tun. Das war halt einfach nur so, warum es meinem Onkel da geholfen hat, dass es ihm besser ging. Die Quintessenz, er hat einfach was gemacht, was ihm Spaß gemacht hat, wo er sich mit wohl gefühlt hat und dadurch ging es ihm im Endeffekt besser. Muss nicht Religion sein.
Wenn jemand Gummibärchen sammelt, zum Beispiel, kann es auch sein, dass ein bestimmtes Gummibärchen ihn glücklich macht, was noch in seiner Sammlung fehlt. Und so bei jedem Menschen andere Sachen, die ihn glücklich machen. La 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 la. Oh.